2, 3, 4, 5. Ich nehme jetzt in eurer Mitte Platz. Wir haben die ganze Zeit über das Dschungelbuch geredet. Habt ihr das auch gesehen, das Dschungelbuch? Selbstverständlich. Doch eine Lieblingsszene? Ja, sicher, soweit ich mich erinnern kann. Ich meine, das liegt schon weit zurück, aber ich glaube, ich war so um die 15 und da gab es diese Szene mit Baloo und dem King Louis, wo sie da im Dschungel rumtanzen. Wie sie tanzen. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Richtig, genau. Super. 15 wart ihr. Wolltet ihr dann schon Musiker werden? Ich war noch nicht 15. Du warst nicht 15? Nee, ich war 9. Du warst 9, ja. So alt wie unsere Kinder hier? Ja, genau. Damals wollte ich Koch werden. Ab 12 wollte ich dann Musiker werden. Musiker? Ja. Und wie sich das anhört, das schauen wir uns nach der Vorschau an. Ihr könnt euch freuen, denn eure Freunde Chip und Chap sind von nun an wieder mit dabei. Sie landen nächstes Mal im Land der Kiwis. Donald dagegen landet im Vorgarten. Und Darkwing Duck landet auf seinem eigenen Hinterteil. Weil Ostern näher rückt, machen wir nächstes Mal eine Disney-Club-mäßige Ostereier-Aktion. Und wir erwarten Gäste, die euch in die Geheimnisse des Filmemachens einweihen. Und wir erwarten Musik aus England, die Gruppe Take That. Und jetzt aus München, 1000 Augen, die Münchner Freiheit! Thank you.
Ich glaube, heute werden wir endlich mal nicht nass. Ja? Glaube ich auch nicht. Wir werden heute bestimmt nicht nass. Hundertprozentig nicht. Das ist so toll, endlich mal eine Sendung zu haben, wo wir endlich mal trocken. Ich glaube, ihr täuscht euch. Was?